Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Chick Phantom Detective. Und wir spielen jetzt mal Kapitel 11. Und wie wir sehen können, ist es jetzt bereits 12.10 Uhr. Das heißt, 10 Minuten nach Mitternacht. Was bedeutet, dass uns so langsam die Zeit davonläuft. Denn, falls ihr euch daran erinnert, sobald die Sonne aufgeht, verschwinden wir einfach aus dieser Welt. Schauen wir mal, was wir dagegen tun können. Ein paar Stunden haben wir ja noch. Und ja, beim letzten Mal haben wir dem Justizminister geholfen zu überleben und gucken jetzt mal, was wir gegen die Entführung seiner Tochter tun können. Denn das hindert ihn ja noch daran, dass er die Hinrichtung von Jode absagt. Die Tochter des Justizministers wurde entführt. Die Entführer fordern, dass der Todeskandidat Jode noch heute Nacht hingerichtet wird. Lynn sagt, die Hinrichtung sei ein großer Fehler und ich glaube ihr. Also statte ich den Kidnappern einen Besuch ab, um zu sehen, was ich über die Entführung herausbekommen kann. So, da ist die seltsame Dame, die Grüne. Was ist das für ein Alien? Warum hat das so lange gedauert? Na Bella, meine Schöne, du hattest recht. Sie hatten das Restaurant umstellt. Es hat ewig gedauert, sie abzuschütteln und jetzt ist mein armes Rad Schrott. Nimm nächstes Mal lieber ein Dreirad, damit du dich nicht verletzt. Autsch, das tut weh, schöne Bella. Aber schon gut, das liebe ich an dir. Da, das sieht wirklich aus. Oder ist das gar der Keller vom Schrottplatz? Seid es vorsichtiger mit unserer wertvollen Geisel. Ja, ja, man muss eine Lady immer zum Lächeln bringen. Stimmt's, meine Schöne? Da, siehst du das, Bella? Jetzt ist doch ein Lächeln auf deinem Gesicht, Schatz. Ja, ein spöttisches. Ich schnappe ein wenig frische Luft. Du hältst Wache. In Ordnung. Ich träume von deiner Rückkehr. Warum öffnest du nicht den Koffer für unseren Gast? Das mache ich, Bella. Ich habe nur eine kurze Pause gemacht. Da soll jetzt die Tochter von dem Justizminister drin sein. In Ordnung, kleine Lady. Ich öffne jetzt den Koffer für dich. Dann tu's auch und schlaf nicht einfach ein. Bella. Na super. Sieht aus, als wäre die Tochter des Justizministers tatsächlich entführt worden. Und da ist noch etwas, was mir nicht gefällt. Ich glaube nicht, dass ich schon mal in diesem Zimmer war, aber ich habe dabei ein seltsames Déjà-vu-Erlebnis. Ich habe so etwas schon einmal gesehen. Okay, dann ist es anscheinend nicht der Raum unterhalb des Schrottplatzes. Etwas Wertvolles stehlen, um andere zu manipulieren. Das ist also Entführung. Die schmutzigen Tricks, die denen ohne die Kräfte der Toten einfallen. Jedoch, wenn ich die wertvolle Sache zurückhole, ist ihre Macht dahin, oder? Das sollte uns hoffentlich leicht fallen, da der Typ dort schläft. Nun denn, mal sehen, wie es der kleinen Tochter des Justizministers geht, bevor der Kerl hier von seinem Traum mit Bella aufwacht. Jo, schauen wir mal. Ich hoffe, wir kommen noch einfach rüber. Moment, wir können heller leuchten und hier können schwingen. Okay. Ich schätze mal, wir müssen die Tür öffnen, damit wir weiter nach rechts kommen. Ey! Immer wenn ich von einer Tür wie dieser Besitz ergreife, fühle ich das Bedürfnis, etwas wegzustoßen. Diese Geistertricks machen echt süchtig. Ich will die auch beherrschen können, aber eigentlich will ich nicht tot sein, von daher ist das nicht so gut. Schauen wir mal. Kann ich hier schwingen? Ich wüsste nicht, was uns das heller Leuchten bringen soll. Nee, da komme ich aber auch nicht weiter wie mit dem Stern hier. Von daher, das Einzige, was uns übrig bleibt, ist heller Leuchten. Oh. Okay. Das dürfte dann wohl unser Problem lösen. Ich habe eigentlich gedacht, jetzt kommt, wird irgendwer auf uns aufmerksam oder so, aber das ist natürlich auch eine Variante. Sehr gut. Ah, okay, da komme ich nicht dran. So. Da komme ich auch nirgendwo dran. Achso, ich kann schwingen. Okay, dann machen wir das doch mal. Ich habe jetzt überhaupt nicht realisiert, dass das geht. Hallo, ich würde gerne in die Geisterwelt wechseln. Oh, okay, so ist auch gut. Ich komme nicht ran. Ich
komme da nicht ran. Dann müssen wir wohl irgendwas anderes machen. Moment, kann ich den hier schneller drehen lassen und dann in den Stern rein? Ah, der Ball bewegt sich. Und den Ball können wir dann mit der Cheer wahrscheinlich wegkicken. Was auch immer uns das bringt. Aber das werden wir dann bestimmt sehen. So, dumm, 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 dumm. Gehen wir erstmal hier runter. Und bam! Das hat es jetzt irgendwie nicht so gebracht. Aber da wir nicht in der Vergangenheit sind, können wir keine Fehler machen. Würde ich jetzt mal annehmen, weil wir können die Zeit ja nicht zurückdrehen. Von daher muss das schon irgendwie richtig sein, was wir hier tun. Aber ich komme nicht da unten ran. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Also da unten komme ich auch definitiv nicht dran. Das ist viel zu weit entfernt. Und selbst wenn ich in der Mitte wäre, käme ich auch nicht an die Box da dran. Was mache ich denn jetzt? Vielleicht nochmal schneller drehen? Das bezweifle ich zwar eher, aber... Man kann es ja mal ausprobieren. Vielleicht passiert was. Nö. Nichts. Rein gar nichts. Oder kann ich da irgendwie mit den Sternen schwingen? Kann ich da was sehen? Schauen wir uns das nochmal an. Ey! Du sollst da drüben anhalten. Ah, das war nicht nah genug. Das war nah genug. Hier kann ich nichts machen. Nichts, nichts. Ach, ich kann das Rollo schließen. Das hätte mir einer mal vorher sagen sollen, dass das geht. Verdammt. Ich komme von hier aus nicht an mein Ziel. Das hätte ich dir auch vorher schon sagen können. Jetzt müsste ich wahrscheinlich den Ball... Moment, kann ich das drehen? Warum ist das überhaupt ein Geschicklichkeitsspiel? Was genau müsste man da machen? Was ist das Ziel? Ne, das hat jetzt richtig viel gebracht. Also im Ball an sich kann ich nichts machen. Nein, okay. Dann würde ich mal sagen, feuern wir das Tischfeuerwerk ab. Vielleicht kommen da Konfetti raus. Genau, und die kann man jetzt aufdrehen. Bestimmt. Nur meine Einbildung. Ja, ja, schlaf du ruhig mal weiter, Kerl. Nur meine Einbildung? Mehr hat er nicht zu sagen? Was für ein Einfallspinsel. Dieses Zimmer beginnt langsam geradezu festlich auszusehen. Die Frage ist, wie ich das zu meinem Vorteil nutzen kann. Nee, das, was ich gerade gesagt habe. Geh hier rein, dreh dich und dann wird schon was passieren. Komm, der Ball bleibt jetzt oben drauf. Oder auch nicht, schade. Das bringt nichts. Wenn ich den Ball auf das Seil drauf kriege, also auf die Konfetti, Luftschlangen, Dinger, bla, wie auch immer. Ach, ich kann einen Kerzenleuchter. Moment. Rütteln wir mal eben hier dran. Okay, das bringt nichts. Oh, warte, was hast du zu sagen? Dieses Regal wird von sehr dünnen Drähten gehalten. Sieht zerbrechlich aus. Es gäbe sicher ein großes Spektakel, wenn es viele. Wenn etwas zerbrechen kann, habe ich immer Lust, es zu zerbrechen. Kann ich irgendwie nachvollziehen, zumindest in Spielen. Dann machen wir das mal so. Ist das irgendwas? Das ist so ein Ding, das man anzündet, oder? Wozu ist das gut, solange es Licht im Zimmer gibt? Aber wenn man etwas anzünden kann, will ich es auch anzünden. Ich brauche einen weiteren Kern, um den Koffer zu öffnen. Ob ich wohl einen neuen Kern erschaffen kann? Ja, aber wie? Kann ich den halt... Moment, da unten ist eine Kerze, ne? In dieser Puppe da links. Okay, ich kann wieder normal drin. Ich lasse ihn jetzt einfach mal so. Ich vermute mal, wir müssen irgendwie die Kerze anzünden. Den Kerzenhalter hier. Und durch das Feuer verbrennt dann einer der Drähte und die Uhr fällt runter. Und damit könnten wir dann unten an den Koffer ran. Hoffe ich zumindest. So, hier in dieser Puppe ist eine Kerze. Aber wie kriegen wir die angezündet? Da liegt noch ein bisschen... Ah, da ist die Kerze. Okay. Das heißt, wir müssen irgendwie das Feuer von der Kerze hier rüber kriegen. Und da hilft uns wahrscheinlich das Tischfeuerwerk. Beziehungsweise das, was aus dem Tischfeuerwerk rausgekommen ist. Aber was hat der Ball damit zu tun? Oder, nee, der Ball ist einfach nicht, wahrscheinlich einfach nur ein weiterer Kern, mit dem wir hier rüberkommen. Okay. Kann ich irgendwas mit dem Geschenk machen? Na, nein, aber... Tortenschacht, aber ich kann das Tischfeuerwerk anzünden. Vielleicht hilft uns das ja auch noch weiter. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt muss ich es richtig timen. Wobei, wahrscheinlich muss ich gar nicht timen. Ich kann jetzt wahrscheinlich den Ventilator schneller drehen lassen. Dann fliegt das Ding, hat dann eine höhere...
Ja, nicht Zentrifugalkraft, die gibt's ja nicht. Wie war das? Ich habe keine Ahnung. Ihr wisst bestimmt, wie die richtige Kraft heißt. Da habe ich letztens erst von einem Kollegen von mir einen Vortrag anhören müssen, warum es nicht Zentrifugalkraft ist. Weil die Kraft nach innen wirkt und nicht nach außen. Aber okay, das ist jetzt sowieso eher egal. Habe ich da einen Kern drin? Schade. Auf jeden Fall können wir das Ding weiter nach außen schleudern, um dann das an der Kerze anzuzünden. Müsste zumindest gehen, hoffe ich. Oh, jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Glücklicherweise hängt hier dieser Sternenschmuck. Ohne den wären wir wahrscheinlich nicht weitergekommen. So. Das noch, das noch. Ach Quatsch, ich wollte doch sowieso da oben rein. Jetzt wollte ich schon ganz zur Kerze rüber. Los, zünd dich an. Es funktioniert nicht so gut, wie ich es erwartet hätte. Ah, ich weiß warum. Ich muss die Kerze heller leuchten lassen. Jetzt wird es natürlich erstmal ein Problem, darüber zu kommen. Weil ich es genau im richtigen Moment anhalten muss. Zum Beispiel in so einem Moment. Ja, wunderbar. Dann lassen wir die Kerze noch heller leuchten und dann müsste es hoffentlich... Jawohl. Es ist auch überhaupt nicht gefährlich, so ein brennendes Ding sich einmal im Kreis... Wo ist es jetzt hin? Ich hoffe, wir stecken gerade nicht die Wohnung in Brand oder das, den Raum hier. Es scheint aber ausgegangen zu sein. Tja, sowas passiert, wenn man schläft und dabei eine Kerze im Raum anlässt. Dieser Kerl da sollte sich irgendwie ein bisschen schämen. Er hat in der Grundschule nicht aufgepasst oder von seinen Eltern haben es ihm nie beigebracht. Dann sollten sich die Eltern für ihn schämen. Ja. So, und wenn wir jetzt nämlich das Ding hier hochgehen lassen, dann wird das... werden die Luftschlangen mit der Flamme in Berührung kommen und durchbrennen, bis sie die Kerze angezündet haben. Das ging schnell. Nicht mal Rückstände, das sind echt gute Luftschlangen. Sag ich doch. Jetzt haben wir einen neuen Kern und können den Koffer erreichen. Nur meine Einbildung. Am Arsch der Mitte. So, Entschuldigung. Und da er schläft, können wir den Kaffee ja ohne Probleme öffnen. Auch sie liest da drin. Und ja, natürlich mit Getränkehalter. Ist klar. Was ist hier los? Die kleine Lady ist... Ja, das ist Camilla. Was ist mit Missal? Also Rakete, dem Hündchen. Ist diese kleine Lady wirklich die Tochter des Ministers? Das wäre interessant. Nur meine Einbildung. Nein, nicht deine Einbildung diesmal. Bella ist wieder da. Was willst du mit dem Buch und dem Saft? Wie ich schon sagte, man muss eine Lady immer zum Lächeln bringen. Ich wollte unseren Gast nur gut behandeln. Als ob du hast sie da drin vergessen, du Blödmann. Wie wäre es, wenn du mich gut behandelst? Ich hätte gerne Brot und Milch. Zu Diensten, mein Schatz. Bin gleich zurück. Natürlich. Entschuldigen Sie. Ja, süße kleine Lady. Mehr Saft? Du brauchst nur zu fragen. Wurde ich entführt? Nicht weinen, meine Kleine. Du brauchst keine Angst zu haben. Es sieht hier vielleicht versifft und erbärmlich aus, aber wir bitten nur um etwas Geduld. Sagen Sie nicht so schlimme Dinge über dieses Haus. Hm? Dieses Haus ist mein altes Zuhause. Was? Was? Es tut mir leid, kleine Lady. Ich bin der hier versifft und erbärmlich ist. Verzeih mir. Was bedeutet das, schöne Bella? Warum hier im alten Haus des Mädchens? Frag mich nicht. Die andere Partei des Deals hat diesen Ort ausgewählt. Oh, ich verstehe. Es steht seit 5 Jahren leer und scheinbar kommt hier nie jemand her. Aber egal, was ist mit dem Brot und der Milch? Oh, natürlich. Sei ein braves Mädchen, während ich weg bin. Genau, hau du mal ab. Wobei ich vermute, dass Bella uns größere Schwierigkeiten machen wird als dieser kleine Kerl.
Lies einfach dein Buch und trink deinen Saft. Ich will nach Hause. Noch nicht. Ich frag mich, was sie da liest. Dieser verfallene Ort war kein Milas altes Haus? Was ist hier bloß los? Ja, das wüsste ich auch gerne. Aber Moment, warum hat Camilla einen Kern? Was in aller Welt? Warum hat die kleine Lady einen Kern der Toten? Als ich ihr in Lynns Wohnung geholfen habe, hatte sie noch keinen. Und das muss heißen, dass sie danach einmal gestorben ist. Und das heißt auch, dass jemand sie gerettet haben muss. Ich frage sie lieber, was passiert ist. Ich vermute, ich weiß, was passiert ist. Das könnt ihr aber noch nicht wissen. Deswegen sag ich mal nichts. Irgendwo, irgendwann muss Camilla gestorben sein. Was könnte ihr zugestoßen sein? Ich frage lieber nach. Kann es sein, dass außer mir noch jemand die Kräfte der Toten besitzt? Wer weiß. Wir fragen sie einfach mal. Das ist, denke ich mal, die beste Möglichkeit. Wer ist da? Oh, warte. Bist du das Rakete? Rakete! Und tut mir leid, ich bin nicht Rakete. Ich bin Sissel. Sissel? Mein Name ist Camilla. Camilla? Also ist sie es? Ich wusste es. Was ist mit mir passiert? Was ist das für ein Ort? Ich kann dem armen Ding ja schlecht sagen, dass es sie im Land der Toten ist. Das Land der Toten? Bin ich etwa tot? Na verdammt, ich habe vergessen, dass es in der Geisterwelt keine Geheimnisse gibt. Entspann dich, du bist nicht tot. Aber du bist scheinbar nicht zum ersten Mal hier. Wirklich? Ich erinnere mich nicht. Moment, vielleicht doch, irgendwie. Tust du? Sie scheint sich nicht gut daran zu erinnern, dass sie gerettet wurde. Also ist da draußen noch ein Toter mit besonderen Kräften, was? Ich setze sie nicht unter Druck, wenn sie sich nicht daran erinnert, gestorben zu sein. Darf ich dich noch etwas anderes fragen? Klar, nur raus damit, Sissy. Oh Gott, Sissy. Sissy, reden wir mal über die Entführung. Lynn hat mich gebeten, heute Abend etwas für sie zu erledigen. Das weiß ich. Sie hat dich in das Hühnchenparadies in der Endstationsstraße gebeten. Ja, aber da bin ich nie angekommen. Jetzt würde ich mich gerne bei ihr entschuldigen. Ich hätte nie durch den Park laufen sollen. Welchen Park? Temsig Park. Das ist eine Abkürzung zur Endstationsstraße. Haben die Entführer dich da geschnappt? Ja, Lynn sagte immer, ich mag diesen Park nicht. Dort geschehen schlimme Dinge. Temsig Park, hä? Was soll ich tun? Lynn wird wütend sein. Ach ja, warum? Weil ich sie da gelassen habe. Die Spieldose im Park. Stimmt ja, die Spieldose. Fragen wir sie mal über die Spieldose aus. Die Spieldose war in der Wohnung versteckt. Mit etwas Glück und Mut habe ich sie dann gefunden. Beziehungsweise ich habe sie gefunden. Rate mal, wo sie war. Keine Ahnung. Wo? Ich tue so, als wüsste ich es nicht. Du weißt es. Du musst mich nicht bei Laune halten, weißt du? Na, ups. Was ist dann mit der Spieldose passiert? Ich habe sie in den Büschen im Park versteckt, kurz bevor es passiert ist. Kurz bevor? Oh, kurz bevor du entführt wurdest, ne? Ich wollte nicht, dass der böse Mann sie bekommt, also habe ich sie versteckt. Sie ist sicher immer noch im Park. Das hast du gut gemacht. Die Spieldose ist also im Park. Das sollte ich Lynn sagen. Das ist also dein altes Haus. Ja, hier habe ich bis vor 5 Jahren gelebt. Aber jetzt wohne ich bei Lynn und Rakete. Lynn ist wie eine große Schwester für dich, oder? Ja, sie ist Kommissarin, weißt du? Sie ist eine Heldin. Ist sie das? Und da fällt mir ein, dein Vater. Ist er der Justizminister? Mein Vater ist weg. Weg? Vielleicht ist er verstorben? Nein, das ist er nicht. Mein Vater wird sterben. Das alles wegen mir. Was? Was meinst du mit wegen mir? Warum sagst du so etwas? Man nennt es eine Hinrichtung. Mein Papa ist ein Kommissar. Sag bloß, dein Vater ist Kommissar Joad. Genau. Was in aller Welt? Vor 5 Jahren ist etwas ganz Schlimmes passiert. Wie ein Albtraum, aber es war keiner. Vor 5 Jahren. Der Mordfall. Vor fünf Jahren. Es wird langsam immer spannender. Es war der Geburtstag meiner Mama. Meine Eltern waren arbeiten und ich war alleine daheim. Dann hatte ich eine Idee. Ich wollte meine Mama überraschen. Ich habe eine Falle gebaut.
Camilla, ich bin daheim. Warum ist es dunkel? Ah, das hat es also mit dieser mysteriösen Maschine auf sich, die wir schon einmal im Keller vom Schrottplatz gesehen haben, jetzt hier in diesem alten Haus. Aber warum zur Hölle? Warum zur Hölle war es dann im Keller nochmal aufgebaut? Interessant. Mama! Mama! Was war das? Ich kann nicht, immer noch nicht glauben, dass das passiert ist. So sollte es gar nicht funktionieren. Ich kenne diese Falle und ich weiß, wie sie hätte funktionieren sollen. Tischfeuerwerk und ein Kuchen. Eine Geburtstagsnachricht. Mein Papa hat gesagt, ich soll es keinem erzählen. Überlass mir das, hat er gesagt. Mein Papa wollte hingerichtet werden. Er hat sie darum gebeten. Aber ich wollte allen sagen, dass es meine Schuld war. Mein Papa sagte, dass ich nur einen Albtraum hatte. Dass ich es vergessen soll. Das ist so unglaublich tragisch. Ich kann es nicht glauben. Diese kleine Lady ist die Tochter von Kommissar Jode? Ich kann es ihr einfach nicht sagen. Ich kann ihr nicht sagen, warum sie entführt wurde. Warum wurde ich entführt? Ich will es wissen. Ups. In der Geisterwelt gibt es noch immer keine Geheimnisse. Vielleicht sollten wir nicht weiterreden. Es ist zu gefährlich. Sissy, redest du jetzt nicht mehr mit mir? Wir sollten dich erst hier rausholen. Dann reden wir weiter. Okay, aber... Ich werde dich jetzt retten. Halte nur noch etwas durch, ja? Okay, aber später reden wir weiter. Versprochen? Nicht vergessen. Du hast es versprochen, Sissy. Neue Informationen werden hinzugefügt. Ich denke mal, falls ihr das wollt, werde ich, nachdem ich das Spiel durch habe, einmal noch eine Special-Folge machen, wo ich euch dann die ganzen Informationen zeige, die hinzugefügt wurden. Falls ihr das wollt, also schreibt das mal in die Kommentare. So, aber erstmal schauen wir, was jetzt weiter passiert. Was hat da so lange gedauert? Ich bin durch die ganze Stadt gerast, um dir das feinste Brot und die beste Milch zu holen. Aber es ist spät und alle Läden haben zu. Wir verlassen diesen Ort. Jetzt sofort. Was? Aber er ist noch nicht da. Wenn wir ihn nicht im Restaurant treffen können, sollten wir ihn hier treffen. Ja, und er ist derjenige, der diesen Ort ausgewählt hat. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Wir müssen ständig rumrennen und Zusatzarbeiten erledigen. Nur wegen seinem Deal. Sei still. Es geht nicht anders. Dieser Ort ist zu gefährlich. Ich habe doch gesagt, mein sechster Sinn ist sehr stark. Na, sie spürt uns schon wieder anscheinend. In Ordnung, wie du willst, schöne Bella. Ich fühle es. Ich fühle etwas hier in diesem Zimmer. Ist da jemand? Können Sie mich hören? Redet sie mit mir? Ich kann ihre Gegenwart spüren. Nächstes Mal, wenn ich sie spüre, stirbt dieses Kind. Vergessen Sie das nicht. Oh. Ich fürchte, mit dieser Drohung ist nicht zu spaßen. Aber eigentlich brauchen Sie Camilla doch noch, oder? Obwohl sie nicht die Tochter des Justizministers ist. In Ordnung, wir gehen. Und Camilla muss wieder in den Koffer. Verzeihung, kleine Lady. Es ist auch überhaupt nicht gemein. Nein. Jetzt hat sie auch nicht mal mehr das Buch. Na super. Moment, war das auch in dem Koffer im Hühnchenparadies? Den hatten sie doch da schon, oder war der Koffer da noch leer? Ich vermute mal, der Koffer war da noch leer. Hoffe ich zumindest. Und plötzlich bin ich alleine. Alleine in einem Zimmer, das der kleinen Lady vor 5 Jahren ihr Lächeln gestohlen hat. Die kleine Lady ist weg und lässt mich nur mit ein paar Fakten zurück. Schwerwiegende und traurige Fakten. Ob Lynn davon weiß? Aber eines lässt mich nicht mehr los. Ich kann ihre Gegenwart spüren. Die letzten Worte der Entführerin. Wissen die beiden es?
Wissen die Entführer von den Kräften der Toten? Ja, cool, damit ist das Kapitel schon zu Ende. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Diesmal ist niemand gestorben und das ging relativ schnell vorbei, habe ich den Eindruck. Natürlich weiß ich das nicht, weil ich nicht auf die Uhr geguckt habe, aber das sehe ich dann danach. Wahrscheinlich hat es doch wieder irgendwie 10 Stunden gedauert oder so. Aber nun gut, ich denke mal, das war's dann für diese Folge. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und ja, bis dann.